Dankeschön. So, nun die Mannschaftsaufstellung. Beide Teams, die sich heute gegenüberstehen, Dresdner Sportclub gegen den SV Großpostwitz-Kirchau. Im Tor mit der Nummer 22 der Gäste Mike Döring. Mit der Spielnummer 2 Marco Melchior. Mit der Nummer 2 Jochen Heiber. Die Spielnummer 4 trägt Robert Heider. Mit der Nummer 6 Thilo Schütze. Mit der Nummer 9 Thomas Hoboka. Mit der Nummer 11 Oliver Schles. Mit der Nummer 12 Antonio Töppel. Mit der Nummer 14 Markus Zilina. Mit der Nummer 15 Petre Metier. Und mit der Nummer 16 Abel Neumann. Die Mannschaftsaufstellung des Dresdner SC. Im Tor mit der Nummer 12, heute sein Debüt, Nils Rembold. Herzlich willkommen beim DSC. Mit der Nummer 3, außerdem ein Debütant Alexander Bertholz. Mit der Nummer 4, Rico Niederlein. Mit der Nummer 5, auch mit seinem Debüt, Moritz von Galen. Mit der Spielnummer 7, Frank Rittner. Mit der Nummer 8, Nikolaus Kohn. Mit der Nummer 10, Christian Heinrich. Mit der Nummer 14, auch ein Neuzugang beim DSC, Elias Hoffmann. Mit der Nummer 16, Markus Zillig. Mit der Nummer 18, Daniel Vogtbeer. Und mit der Spielnummer 19, Stefan Hase. Schiedsrichter, Assistenten heute Christoph Herrlich, Markus Graber und Schiedsrichter der Begegnung, Erik Köhle aus Stolten. Ich wünsche allen Zuschauern ein spannendes Spiel, ein packendes Pokalspiel. Und hoffentlich mit einem guten Ende für die Mutroten aus der Friedrichstadt. Thank you.
Thank you.
schade. Applaus.
Stuttgart, ja, SSC aus Kirchau 1-1. Thank you.
Abseits gezeigt. Abseits gezeigt. Thank you.
Gezeigt für den Sportclub. Ecke! Thank you.
Sag mal dem Andi Bescheid. Da willst du, wie das Lied geht. Oh, yeah!
Abseits gezeigt. Thank you.
Eckball. Thank you.
Das ist ja cool. Thank you.
Ich hab's nie gesehen. Das ist so ein Bildausschnitt. Ja, okay. Guck mal zu Hause. So, die Führung für den Dresdner SC. Neuer Spielstand 2:1. Torschütze Nummer 14. Ein neuer DSC heute in seinem Spielstützer gleich. Elias Hoffmann. Thank you.
Martin Bergs bitte den Pressblock. Oh, das sieht nicht gut aus. Die Nummer 3 wurde vom Platz getragen. Das war ein großes Bosswitch, Kirschhaar. Abseits. Die Nummer 3 ist wieder im Spiel, das ist ein Großbosse.
Spiel doch links.
Hier, bring mal Worte in deinen Gesang. Im Strafraum. Im 16-Meter-Raum. Und eine rote Karte für Post Postwitz. Die Nummer 4 hat die rote Karte bekommen. Ja.
Wechsel bei Chris Boswitz. Jetzt kommt die Nummer 17 für die Nummer 6. Wechsel beim Dresdner Sportclub. Thank you.
Jungs. Und wieder am nächsten bei Kurs Postwitz. Für die Nummer 16 kommt die Nummer 5. Müsste die 19 gewesen sein, den Tor. Ah, die 17. Diese Gäste mit 14. Neuer Spielstand in SC. Genau. 4:2. Da muss man eher mal spielen.
Christian eigentlich. So, jetzt hat jeder seinen Elfmeter. Die Gäste begrüßen erneut. Neuer Spielstand 5:3.
Jojo, die sich an den Zuschauern über den C-Stadion bauen. Nächste Woche geht es dann gegen die Leverkusen, glaube ich, erst 6. Einige alte bekannte Gesichter werden wir dann in das Stadion begrüßen können, und dann Christian Freudenberg, Albrecht Kaldhofen. Und da geht es dann in die erste Hauptrunde im Sachsenpokal. Also nächsten Samstag dann Dresdner SC hier im Stadion gegen den Leverkusen.